In einem vorherigen Video von mir ging es um die Abhängigkeit der gesamten digitalen Welt von wenigen privaten US-amerikanischen Konzernen und die Frage, warum wir das Internet der Macht von Privatpersonen entziehen und stattdessen in Gemeineigentum überführen müssen. Die Kurzfassung? Weil der digitale Raum bereits jetzt viel zu wichtig ist, um ihn der Kontrolle von einzelnen Unternehmen zu überlassen, für die der Profit im Mittelpunkt stehen muss. Doch wie können wir das hinbekommen? Was gibt es überhaupt für Alternativen? Und wo müssen wir politisch ansetzen? Thomas M. Hanna und Matthew Lawrence vom Think Tank Commonwealth haben ein Paper mit dem Namen COVID-19 and 21st Century Public Ownership geschrieben, in dem sie zeigen, wie wir ein anderes Internet denken können und müssen. Wie das genau aussieht, zeige ich euch in diesem Video. Und damit herzlich willkommen zu Feine Welt. Die Autoren des Papers sehen im Zentrum unseres kriselnden Systems eine Institution, die leider kaum mehr wegzudenken ist. Private Unternehmen. Diese beherrschen beinahe die gesamte Wirtschaft und, wie wir wissen, auch die digitale Wirtschaft. In der Pandemie ist dabei zweierlei schmerzlich klar geworden. Einerseits, dass der Staat über enorme Ressourcen verfügt und fähig ist, diese einzusetzen. Andererseits aber, dass er diese fast ausschließlich dafür einsetzt, Privatunternehmen vor dem Kollaps zu bewahren. Hanna und Lawrence machen aber nun klar, dass es einen anderen Einsatz des Staates braucht, wenn wir wollen, dass er nicht nur wenigen Vermögenden, sondern der breiten Mehrheit der Gesellschaft nützt. Genau wie die Neoliberalen verstanden haben, dass es den Staat braucht, um Märkte herzustellen, müssen auch wir verstehen, dass es den Staat braucht, um unsere Wirtschaft anders auszurichten, nämlich demokratischer und nachhaltiger. Wir wissen aber, dass staatliche Unternehmen nicht immer die effizientesten und auch nicht immer die gerechtesten sind. Stattdessen schlagen sie also nun ein anderes Modell vor, das sie demokratisches öffentliches Eigentum nennen. Dieses Modell setzt nun bei drei Schlüsselmomenten der Wirtschaft des 21. Jahrhunderts an: der digitalen Infrastruktur, dem Urheberrecht und der Entwicklung neuer Produkte und bei Daten und den Plattformen, auf denen sie entstehen und gehandelt werden. Schauen wir uns das also der Reihe nach an. Zuerst die Infrastruktur. Fast die gesamte Infrastruktur des digitalen Raums befindet sich in den Händen einiger weniger Unternehmen. Wie gut das funktioniert, können wir alle überprüfen, wenn wir uns anschauen, wie gut zum Beispiel die Anbindung des ländlichen Raumes ist oder wie teuer selbst mittelmäßige Internetverträge in Deutschland sind. Wenn wir das Menschenrecht auf einen angemessenen Lebensstandard ernst nehmen, sollten wir ein Recht auf Zugang zum digitalen Raum festhalten. Um das dann umzusetzen, braucht es schließlich nicht den freien Markt, sondern eine neue öffentliche Einrichtung, die als Ziel den Bau einer kostenlosen Infrastruktur hat. Dazu könnte unter anderem bereits existente Infrastruktur enteignet und der Ausbau in Gebieten, die sich für den freien Markt nicht lohnen, vorangetrieben werden. So könnten wir es schaffen, innerhalb der nächsten 10 bis 15 Jahre jeden Haushalt mit einem kostenlosen und schnellen Internetanschluss auszustatten. Ähnlich sieht es bei der Cloud-Struktur aus, die bisher auch fast ausschließlich in privater Hand ist. Stattdessen müssen wir darauf drängen, dass die großen Unternehmen ihre Cloud-Abteilung ausgliedern und unabhängig von den großen Unternehmen selbst agieren. Anschließend könnte man diese unter ähnlichen Gesichtspunkten regulieren wie bei Unternehmen der Strom- oder Wasserversorgung. Zusätzlich sollte auch hier der Staat versuchen, eigene Alternativen aufzubauen, die möglichst günstiger und datenschutzfreundlicher sein sollten als die Alternativen von Privatunternehmen. Nun hätten wir also einen Internetanschluss und eine ordentliche Cloud-Struktur, die sich in den Händen der Allgemeinheit befinden. Doch was ist mit künftiger Technologie, von der wir noch gar nicht wissen? Hier kommt nun die Reform des Urheberrechts und der Entwicklung neuer Produkte zum Tragen. Bei der Impfstoffproduktion haben wir gesehen, wie schädlich Patentrechte aktuell sein können. Normalerweise wird das damit begründet, dass es letztlich effizienter sei, wenn man Unternehmen, die unter hohem Risiko ein Produkt entwickeln, die alleinige Produktion dieses Produktes überlasse, weil sonst weniger Menschen bereit sind, dieses Risiko auch in Zukunft einzugehen. An BioNTech und anderen wird aber klar, wie falsch diese Argumentation mittlerweile ist. Das Risiko wurde durch enorme staatliche Förderung minimiert, während der Gewinn zu 100% privatisiert wird. So zahlen wir als Gesellschaft an vielen Stellen eine Menge für die Entwicklung neuer Produkte. Die Gewinne gehen aber zum größten Teil an die Unternehmensbesitzer ein. Stattdessen bräuchte es ein Umdenken in Bezug auf Patente. Insgesamt müssen wir uns auf ein System zubewegen,
in dem es keine Patente und keine Urheberrechte gibt. Dafür müsste die öffentliche Förderung von Forschung weiter ausgebaut werden, sodass sich das Risiko der Forschenden minimieren lässt. Durch mehr öffentliche Forschung könnte man gleichzeitig den Wettbewerb in verschiedenen Branchen steigern und für ein diverseres Angebotsfeld sorgen. Auch könnte man die Vergabe von Patenten an die Einhaltung ökologischer und sozialer Standards knüpfen, sodass Unternehmen, die diese Standards einhalten, mit der Möglichkeit belohnt werden, Produkte exklusiv herzustellen. Letztlich ist die Forderung der Aufhebung von Patenten und Urheberrecht auch eine dekoloniale. Wir könnten damit anerkennen, dass unser Wissen und unser Reichtum auf der Ausbeutung der Ressourcen, der Arbeitskraft und des Wissens des globalen Südens basieren. Mit diesen Forderungen können wir also eine Gesellschaft bauen, in der sich Wissen frei verbreitet und die nötige Infrastruktur zur Anwendung dieses Wissens bereitsteht. Doch was passiert mit all den Daten, die dabei entstehen? Zurzeit gibt es ein paar wenige Konzerne, die es geschafft haben, sich an den wichtigsten Schnittstellen des digitalen Lebens festzusetzen und dort die Daten aller NutzerInnen abzugreifen, die vorbeikommen. Sie schaffen es, daraus unvorstellbare Summen an Profit zu generieren. Die Aufgabe, vor der wir nun stehen, ist, das positive Potenzial dieser Plattform zu nutzen, während wir sie der kapitalistischen Logik entziehen. Wie könnte das gehen? Die Autoren des Papers schlagen drei Veränderungen vor. Erstens soll es eine neue Institution geben, in der verschiedene gesellschaftliche AkteurInnen zusammenkommen, um zu bestimmen, wie Daten verarbeitet werden sollen. Insbesondere sollen auch Gewerkschaften ein Mitspracherecht bei Kontrolltechnologien am Arbeitsplatz bekommen. Zweitens soll es ein Netzwerk von Data Trusts geben. Diesen Einrichtungen könnte die Kontrolle von bestimmten Daten übertragen werden. Das heißt, dass manche Daten, zum Beispiel anonymisierte Daten zu Arbeitsbedingungen in bestimmten Sektoren, dort gelagert und unter bestimmten Bedingungen freigegeben werden könnten. Quasi ein Hüter für wichtige Daten. Und drittens soll es verschiedene Institutionen geben, die öffentliche Gelder in die Entwicklung von Plattformen lenken, die dezentralisiert sind und sich in demokratischem Besitz befinden. So könnte man mittelfristig versuchen, Alternativen zu Google und Co. zu schaffen. Fassen wir also noch einmal zusammen, was zu tun wäre, damit wir die Kontrolle über den digitalen Raum wiederbekommen können. Erstens muss der Staat dafür sorgen, dass jeder Zugriff auf das Internet und auf eine sichere Cloud-Struktur hat. Zweitens müssen wir es schaffen, die Entwicklung und das enorme Wissen der Menschheit zu demokratisieren und zu teilen. Und letztlich braucht es unabhängige Einrichtungen, die sich um unsere Daten kümmern. Wenn wir das alles hinbekommen, könnte das Internet wieder zu einer Erfindung werden, die uns eine demokratischere Gesellschaft bringt und nicht dafür sorgt, dass die westlichen Gesellschaften weiter auf den Rand des Abgrunds zusteuern.